Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem YouTube-Kanal Next Level Football, dein Fußballcoach Pantelis Germanides. Und heute kümmern wir uns darum, wie du Kapitän deiner Mannschaft wirst. Viele Fußballspieler wollen oder haben das Ziel, Kapitän ihrer Mannschaft zu werden. Dann gibt es aber auf der anderen Seite Spieler, die es auch gar nicht werden wollen. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ja, es bedeutet nicht, dass wenn du Kapitän bist, du direkt Profi wirst. Wenn du Kapitän werden möchtest, dann musst du einige Dinge beachten. Und einige Tipps gebe ich dir jetzt wieder mit auf den Weg, wie du mit 4 Sachen eventuell Kapitän deiner Mannschaft wirst. Und Kapitän sein hat den einen oder anderen Vorteil. Ja, nicht nur für deine eigene Leistung, aber auch fürs Ansehen der Mannschaft, und du hast einen deutlich größeren Einfluss auf deine Mannschaft als Kapitän. Deswegen mein erster Tipp für dich: Ein Kapitän ist immer ein Leader. Und Leader, dieses Leadership, das hast du entweder in dir, von Natur aus, oder du kannst es dir entwickeln, du kannst es dir aneignen. Und deine Aufgabe als Kapitän ist, Führungsperson zu sein. Ja? Führung. Das ist das Wort. Du bist der, der deine Mannschaft führt. So, und dann kommen wir auch schon zum zweiten Punkt. Und das ist Präsenz zeigen. Und als Führungsperson in deiner Mannschaft gilt es, Präsenz zu zeigen, indem du jedes Mal beim Training schon vorher da bist als alle anderen eventuell. Dass du vor dem Spiel ready bist, dass du nicht einen Tag davor feiern warst oder abends ein Trinken warst. Mit deinen Freunden, in der Bar, whatever. Denn in Zeiten von Social Media kann man sowas gerne mal nachverfolgen und man sieht, wo du unterwegs warst. Und deine Spielkameraden, deine Mannschaft, einige Spieler werden das mitbekommen. Und dann kann es passieren, dass du eventuell den Respekt verlierst als Kapitän deiner Mannschaft. Ja? Oder als angehender Kapitän, oder du möchtest Kapitän werden. Deswegen mein Appell an dich: Versuche wirklich Präsenz zu zeigen auf dem Platz. Sei einfach Vorbild. Du musst eine Vorbildfunktion werden. Und sei wirklich immer der Erste auf dem Platz. Und versuche in jeden Bereichen, ob das jetzt der Co-Trainer ist, ob das jetzt der Platzwart ist, immer respektvoll und jeder Person helfen zu wollen. Und das Gleiche kannst du natürlich auch auf dem Platz zeigen, indem du deine Emotionen kontrollierst und lautstark das Spiel beeinflusst. Indem du Aktionen machst, indem du andere Leute motivierst. Und wie gesagt, deine Stimme, die Leute sollen wissen, ey, du bist auf dem Platz. Du bist der Kapitän, oder man sieht, okay, es ist ein Spielertyp, der eventuell als Kapitän in Frage geht. Und der dritte Punkt ist eben, dass du eine Vorbildfunktion bist. Du bist dieser Spieler auf dem Platz, mit dem jeder gerne zusammenspielen möchte. Du ziehst keine Person runter, du tust die richtigen Dinge zur richtigen Zeit am richtigen Ort, und das zeigt sich auch auf dem Platz. Du bist präsent, du bist lautstark, die Leute wissen, okay, das ist der Kapitän dieser Mannschaft. Und wenn du dahin kommen möchtest, dann schau dir, was Kapitäne, erfolgreiche Kapitäne, auf dem Spielfeld so machen. Es gibt ein wunderbares Video von Jordan Henderson, vor allem jetzt während den Corona-Zeiten, ohne die Fans, wie lautstark Jordan Henderson auf dem Spielfeld ist und wie motivierend er auf seine Spieler ist, mit welchen Worten er seine Mannschaft positiv beeinflusst. Nimm dir ein Beispiel an solchen Leuten. Dann kommen wir zum vierten und letzten Punkt. Monkey see, monkey do. Bedeutet, wenn du diese Führungsprinzipien durchsetzt, Führung zeigst, Vorbild bist, Respekt hast, deine Emotionen unter Kontrolle hast, dann bist du eben
der Rudelführer und dein Rudel macht genau das Gleiche. Ja? Monkey see, monkey do. Das, was du auf dem Platz machst, machen dann deine Mitspieler auch. Dadurch kommt es zu Harmonien, die Beziehung wird besser und du führst deine Mannschaft. Und wenn du siehst, dass einer mal einen schlechten Tag hast, dann sorgst du eben dafür, dass die Person nicht den Glauben verliert, nicht negativ wird, sondern dazu bringst die Person, die nächste Aktion deutlich besser abzuschließen. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Das sind einige Tipps, die ich dir mitgeben kann, wie du Kapitän werden kannst oder dich als Kapitän etablierst. Solltest du weitere Fragen haben, schreib mir gerne auf Instagram oder hier unten in den YouTube-Kommentaren. Würde mich super freuen. In dem Sinne, das war's heute mit dem Video. Dein Fußballcoach Pantelis Germanidis.